Herrschaften, Ruhe bitte! Nach Bachblütenchirurgie und rektalem Rauchen wenden wir uns heute einer anderen alternativen Heilmethode zu, der Homöopathie. Das ist griechisch und bedeutet die Lehre vom ähnlichen Leiden. Also Doktor bekloppt plus Patient bekloppt gleich Homöopathie. Es gilt der hippokratische Meineid: Behandle den Patient schneller, als er von selbst gesund wird. Das Prinzip der Homöopathie ist, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen. Sie leiden unter Kopfschmerzen? Kein Problem. Ein Schlag mit einer Dachlatte ins Gemächt und der Schmerz im Kopf ist nur noch eine dumpfe Erinnerung. Der Patient hat immer recht und möchte nicht mit schlaumeierischer Diagnostik vom arroganten Schulmediziner belästigt werden. Wenn Sie das dann wissen und zerdrückte Biene und andere Dinge zu sich nehmen wollen, dann kann ich Sie nicht davon abhalten. Das wäre ja auch wohl noch schöner. Gerade das Fressen von plattgekloppten Bienen und Wespen gehört ja zu den Grundfreiheiten unserer Demokratie. Und überhaupt, was weiß denn schon die Lügenmedizin? Wir wissen ja überhaupt noch gar nicht, ob es, das sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, als Virusprotestant und als Impfprotestant, ob es das Masernvirus überhaupt gibt. Das hat ja noch nie einer gesehen. Eben. Was ich nicht sehen kann, gibt's auch nicht. Elektrischen Strom zum Beispiel. Das wichtigste Prinzip der Homöopathie ist die unendliche Verdünnung. Beispiel: Einer pinkelt im Freibad ins Becken. Keiner hat's gemerkt. Doch sobald es mir einer erzählt, schmeck ich sogar die Pisse, obwohl ich gar nicht mehr im Wasser bin. Der Glaube an die Wirkung ist nicht nur die halbe, sondern die ganze Miete. Zur Ehrenrettung der Homöopathie muss man allerdings sagen, Placebos töten weniger Menschen als echte Medikamente. Bei der Herstellung werden zwar auch giftige Substanzen wie Erdöl oder Arsen verwendet, Substanzen, von denen einem normalerweise das eigene Auspuffrohr um die Ohren fliegt, aber diese Substanzen werden dann vom Homöoschamanen bis unter die Nachweisgrenze verdünnt. Das nennt sich seltsamerweise die Potenzierung. Dabei wird die Substanz mit einem Alkohol-Wasser-Gemisch erst stark verdünnt und dann verschüttelt. Dieses Verschütteln geschieht von Hand, getreu den Vorschriften des Homöopathie-Erfinders Samuel Hahnemann. Wenn Sie, liebe Zuschauer, also gerade merken, dass eine Grippe im Anflug ist, verschütteln Sie sich doch einfach einen. Und zwar von Hand. Streng nach den Vorschriften von Samuel Hahnemann, dem alten Hühnerwämser. Hilft null, macht aber Spaß. In diesem Sinne, den Segen der Nacht.